Mein Name ist Kerkeling und ich ziehe ein. Ist eine Sendung, in der ein prominenter Zeitgenosse versucht, in unsere WG einzuziehen. Und manchmal, jetzt im Jubiläumsjahr, gönnen wir uns, 500. Jubiläumsjahr, glaube ich, gönnen wir uns den Spaß, einen Gast auch schon mal ein zweites Mal einzuladen. Wer ist es heute? Unser Gast heute Abend ist ein Mann und ist ein wahrhaft bekannter Mann. Eigentlich ist er viele Männer und manchmal ist er auch eine Frau. Aber egal, in welche Rolle er schlüpft, er ist immer einzigartig. Und deshalb glaube ich, dass er heute wirklich der größte Fernseh- und Medienstar unserer Zeit ist. Und er ist vielleicht der Einzige, von dem noch jeder, aber wirklich jeder, was lernen kann. Heute ist zu Gast bei Zimmer frei, Harpe Kerkeling! Schön, wieder da zu sein. Ja, schön, dass du kommst. Wir haben uns ein bisschen gefürchtet vor heute Abend. Warum? Weil wir dir beim letzten Mal haben wir sauber daneben gelegen mit dem Essen. Ja, da habt ihr sehr daneben gelegen. Es gab, glaube ich, Kartoffelpuffer mit Mayonnaise. Kartoffelpuffer waren kalt, Mayonnaise war warm. Ja. War nicht so lecker. Dabei leben natürlich in warmer Mayonnaise viel interessante Tiere als auf Kartoffelpuffer. Ja, ich habe sie danach auch gespürt. Wir haben Beweise, wie das war und wie wenig dir das gefallen hat, der Anfang. Wir gucken uns einfach noch mal an, was vor 9 Jahren los war hier im Studio. 9 Jahre. Hast du doch wohl nicht alle. Ich fresse hier nicht die Mayonnaise. Jetzt kommt ja noch was dazu. Was dazu. eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Nein, es ist Englisch. Nein. Was? Ziermaster. Das ist Ziermaster. Nein. Das Gerät ist in den genommen. In Betrieb, Mastbetrieb. Ja! Versteht ihr das nicht? Nein. Wie heißt dieses Grand Prix-Lied? Wie heißt das? I can't live without music. Das war ganz deutlich zu erkennen. Zwei. Es geht mit einer Reise in den Süden geht's los. Damit geht's los? Ja, somit geht's los. Eine Reise in den Süden ist für andere schick und fein. Doch bei keine Italiener möchten gern zu Hause sein. Schimmel, möchtest du Wurst? Mir ist das total peinlich jetzt. Wir wollten es dir wirklich nett machen. Wir machen jetzt. So war das damals. Das war lustig. Ja, es war. Aber damit uns das nicht nochmal passiert, haben wir uns jetzt gut vorbereitet. Ganz genau. Wir haben etwas ausgewählt, was dir sicherlich sehr, sehr munden wird. Bitte schön, meine Herren. Wir essen auf deinen Wunsch hin Indisch. Kenne ich. Na, was? Na, nee. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat, Sie sind kein Inder. Das war ein schöner Hobby-Inder, finde ich. Vielen Dank, meine Herren. Danke. Vielen Dank. Jetzt. Wieso hätte er darauf reagieren sollen, wenn das Indisch gewesen wäre? Was hast du ihm gesagt? Ich weiß es gar nicht. Das sagt man immer nach. Schnullerbacke? Hari Om Tat Sat, keine Ahnung. Ja. Guten Appetit, guten Appetit heißt es. Ja. Was ist das? Ist das Hühnchen es in. Es ist Indisch. Es ist Indisch. Ja. Das muss doch genügen. Es ist scharf. Es ist scharf? Also, ein bisschen scharf. Das ist ein bisschen scharf? Scharf, aber nicht zu scharf, wie unser Gast. Geht so? Oder brauchst du Serviette? Und zwar sehr weich. Aber sehr lecker. Aber nicht zu weich. Das ist Mango. Ich wollte gesagt, Mango-Lassi. Mango-Lassi. Das ist Mango-Lassi, ja.
Trinkt man das mit Strohhalm, oder? Das kann man mit Strohhalm trinken. Man kann es auch mit oder ohne Glas trinken, je nachdem. Ist es okay mit dem Essen? Geht so? Ganz wunderbar. Also diesmal ist es wirklich, ich bin begeistert. Ja. Was ist das denn? Ganz sogar, das in Reihen oder was ist das? Es sieht so ein bisschen aus wie, naja. Das ist Huhn und Lamm. Und ich würde auch gerne ein bisschen was mitnehmen nachher. Ja, genau. Habt ihr Tupper oder so? Tupper? Ja, natürlich. Dann nehmen wir was mit. Auch das Gemüse ist einwandfrei. Ja, aber schön würzig, wenn man ein bisschen tiefer durch. Oh, es ist scharf, Leute. Es ist relativ scharf. Ja, wir sollten. Dafür ist der Lassi wiederum zu süß. Und darum. Ich wollte eigentlich nach dieser Indienreise fragen, weil es ist sauscharf, Leute. Ist es dir zu scharf? Ja, mal, da ist sowas drin, was scharf ist. Da könnten Gewürze sein. Ne, wobei die indische Küche dafür nicht bekannt ist. Englische Küche, die ist so irre scharf. Du bist ein leidenschaftlicher Verreiser. Ich bin ein leidenschaftlicher Verreiser, ja, das stimmt. Und du warst jetzt gerade in Indien und du sagst immer, wenn man verreist, kommt man irgendwie, gerade wenn man in Indien war, Yoga, Ayurveda, man kommt gestärkt zurück. Was hat Indien für deinen Kopf getan? Was hat Indien für meinen Kopf getan? Also ich habe eine Ayurveda-Kur gemacht. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, man nimmt flüssiges Ghee, ich will euch jetzt nicht einen Appetit verderben, ja, flüssiges, lauwarmes Ghee zu sich. Das ist Ghee? Das ist wie Butter, ist aber keine Butter, schmeckt auch nicht wie Butter. Das ist im Prinzip abgeschöpfte Butter, das heißt die Butter, also von der Mutterkuh, wird aufgekocht. Ja. Und dann wird das Eiweiß oben abgeschöpft, was unten bleibt, ist das reine Fett. Dieses reine Fett wird mit Kräutern lauwarm getrunken und setzt den freien Radikalen im Körper zu und Gifte frei. Und das tut weh. Sehr weh sogar. In den Gliedern oder wo? Ja, bei manchen in den Gliedern, bei mir. Im Glied. Ich sag nein. Direkt dahinter im Po. Ich hatte. Gibt's ja gar nicht. Ja. Was sehr unangenehm war, weil man kann weder stehen noch. Ich will es jetzt auch nicht ausführen. Also, egal. Auf jeden Fall hat das doch sehr geholfen. Es hat mich geläutert. Und ja, so alle paar Jahre mache ich das mal, so eine Ayurveda-Kur. Und fürs Herz? Also ich meine, die Kur hat dir auch so die Sinne belebt. Sieht aus, als wäre ich herzkrank oder was? Nein, aber so, dass man fröhlicher in den Tag geht. Wenn du Po-Schmerzen hast, dann gehst du nicht fröhlicher in den Tag. Ja, aber also, hinterher. Geht's noch? Hinterher. Ach so, hinterher. Hinterher. Hinterher, ja. Hinterher ist auch ein schönes Wort in dem Kontext. Man wird tatsächlich, also es gibt ja viel Hokuspokus, aber bei einer Ayurveda-Kur ist es so, man wird ein bisschen, schmeckt dir das nicht? Nein, es schmeckt dir nicht. Sehr gut schmeckt mir das. Ein bisschen, sagen wir mal, empfindsamer. Mhm. So. Wie lange hält das an? Wie lange hält das an, wenn du wieder hier in Deutschland bist? Weiß ich nicht. Also seit ein paar Monaten hält das jetzt. Bist du empfindsam? Ja, irgendwie insgesamt empfindsamer. Ja. Das merkt man sofort. Oder? Gabi Reuter ist die Herstellungsleiterin deines Films gewesen, Ich kandidiere. Ja. Und Sabine Heinrich hat sie getroffen in deinem neuen Büro in Berlin. Und die beiden haben sich ein bisschen umgeguckt. Okay. Ich bin da mal da, im Kleiderschrank von Harpe Kerkeling. Ach, ein Traum aus Nuss und Senf. Und hinter diesen Schränken schlummern Kostüme aus fast 30 Jahren Harpe-Karriere. Wir haben hier zum Beispiel die Uschi Blumen. Guten Tag. Dann hätten wir hier in diesem Schrank auch eine sehr wichtige Figur. Es ist Gabi Reuter. Es ist die gute Freundin von Harpe Kerkeling. Hallo. Aber eigentlich schlummert hier der Schlimmer, Gabi. Genau, ich zeig dir mal. Guck mal, das ist hier dieser berühmte Mantel. Das ist der? Dieser olle graue Kittel. Der sieht doch geil, der sieht im Fernsehen viel useliger aus. Darf ich mal? Ja, genau. Zieh doch mal über. Du darfst das, ausnahmsweise. Ja. Ich hätte auch gedacht, der riecht strenger. Was passiert mit Harpe, wenn der so ein Kostüm dann anzieht? Er ist sofort die Figur. Sofort. Das geht ganz schnell. Also er hat sofort diese Stimme, diese. Und oh, Lippenstift drin gemacht? Aber top aufgeräumt hier. Ja. Ist der so? Der ist so. Der ist ganz ordentlich. Naja. Ist das manchmal ein bisschen anstrengend? Nee. Nein? Das ist für alle Beteiligten super. Ein Traum? Macht er immer lieber alles auch selber? So ist das so? Er braucht keinen Assistenten, sagen wir mal so. Aber also, eine gute Freundin, ja, die Gabi. Die hat er. Sehr gut. Wir gehen mal weiter. Okay.
Ein Träumchen auch der Setzkasten hier. Ist das nicht fantastisch? Wo findet der Mann das? Hier so ein Porzellanwellensittich und die ganzen Schweinchen. Ja. Und hier Kult. Eine Metropa-Kaffeekanne. Fantastisch. So. Die Friese zum Mantel. Spitze, Gabi. Ja. Wer sitzt denn noch mit uns hier am Tisch? Also wir haben den Rico Mielke, der Kleingärtner aus Berlin. Und hier haben wir Uschi Blum. Uschi Blum in zwei Varianten. Gabi, ihr habt euch beim Film kennengelernt. Du warst die Herstellungsleiterin. Du sagst, er ist wahnsinnig beliebt in der Branche. So eine Zusammenarbeit, kannst du das erklären? Ja, ich glaube schon. Er hat sich seine Unabhängigkeit in den ganzen Jahren seiner Karriere bewahrt. Er ist immer unabhängig gewesen. Er ist ein unglaublich höflicher Zeitgenosse, der die Menschen auch mag. Und das kommt an. Lieblingsthemen zwischen euch? Lieblingsthemen ist natürlich klar, wir wollen natürlich immer abnehmen, ne? Logisch. Klappt doch. Klappt doch, ja. Mal besser, mal schlechter. Ach, ups, oh Gott, jetzt ist er oh Gott, jetzt ist er umgefallen. Schädelbasisbruch bei Horst Schlemmer, das tut mir natürlich leid. So, jetzt ist wieder alles gut. Dankeschön, ja. Dafür ist eine Freundin auch da. Genau. Ja. Sabine Heinrich im Büro von Harpe Kerkeling. Unserem heutigen Zimmerfreiter. Was meint sie, wenn sie sagt, Unabhängigkeit bewahrt? Von wem, wovon? Also Unabhängigkeit bewahrt, was meint Gabi damit? Also Unabhängigkeit wahrscheinlich auch, weil mir doch eigentlich immer relativ egal war, ob Dinge am Ende erfolgreich sein würden. Ich habe sie gemacht, weil sie mir Spaß gemacht haben. Und das bringt eine gewisse Unabhängigkeit. Vielleicht meint sie das. Gehört ein Flop dazu im Geschäft? Oh Gott, ich hatte so viele Flops. Ob so viele Flops, wie ich sie hatte, dazugehören, weiß ich nicht. Ich wünsche sie auch keinem. Aber man lernt daraus. Hast du irgendwo mal gezweifelt an dir, dass du denkst, Mensch, Herpe, geht nicht, kann ich nicht? Ich habe nicht an mir gezweifelt. Ich habe nur irgendwann gedacht, na, ist das noch die richtige Art in der richtigen Zeit? Das Gefühl hatte ich zwischendurch mal. Aber das war dann auch wieder weg. Hältst du dich für etwas aus der Zeit gefallen in deiner Kunst? Ich war von Anfang an aus der Zeit gefallen. Ich orientiere mich auch heute noch an den großen Vorbildern der 70er und 80er. Wir haben vorhin Sabine gesehen, die den Schlemmermantel anhatte. Aus Schlemmermantel. Du hast gesagt, dass der Schlemmer die Rache an all den Journalisten sind, die dich interviewt haben, die schlechte Interviews mit dir gemacht haben, beziehungsweise schlechte Fragen gestellt haben. Woran erkennst du einen schlechten Journalisten? Wann merkst du das? Also, wenn du beispielsweise einen Pressetag hast, du hast eine Promotion für einen Film, dann gibst du an so einem Tag, das wird Götz jetzt auch kennen, wenn er für die Tournee Interviews gibt, wenn es hochkommt, 45 Interviews. Und wenn bei Interview Nummer 15 da jemand sitzt, neunmal ansetzt und irgendwann so: Ja, Herr Kerkeling, folgende Frage. Ja, Filmriss, ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll. Ich sage, setzen Sie noch mal an. Setzen Sie vielleicht noch mal an. Ja, Sie machen einen. Ich habe gestern so gesoffen, ich könnte Ihnen hier vor die Füße kotzen. Tut mir leid. Dann finde ich das zwar in dem Moment lustig, aber ich finde es auch unprofessionell. Und insofern ist dann irgendwann Horst Schlemmer gekommen. Und so habe ich das dann aufgegriffen. Gabi Reuter sagt, du magst Menschen. Wann fällt dir das richtig schwer? Menschen zu mögen, wann mir das schwer fällt? Das ist eine gute Frage. In den seltensten Fällen, glaube ich. Ich könnte mich an nichts Dramatisches erinnern, wo ich das Gefühl hatte, ich mag Menschen nicht. Nee, eigentlich nicht. Wie anstrengend ist das, wenn du unterwegs bist? Dich kennen alle, glaube ich, oder? Ständig fotografiert zu werden. Also dadurch, dass natürlich jeder ein Handy hat heute und dieses Handy kann fotografieren, kann das manchmal unangenehm sein. Aber dann deale ich mit den Menschen. Beispielsweise in einem großen Kaufhaus in Berlin kaufte ich mir Unterwäsche. Bin losgegangen, brauchte zwei frische Unterhosen. Also generell braucht man ja frische Unterhosen und habe mir halt, ja, mein Gott, ich ganz habe klar, mir ganz klar. Unterwäsche, in der, ich habe mir Unterwäsche gekauft. So, und da stehen dann nur zwei Jungs im Alter zwischen 16 und 17. Ey, geil, der kauft die Unterwäsche, das müssen wir fotografieren. Bin ich hin, hab gesagt, Jungs, was macht ihr mit dem Bild? Na, schicken wir ein Bild.
kriegen wir einen Huni, wenn wir dich hier ablichten mit die Unterhosen. Ich sag, so, jetzt machen wir einen Deal. Wir machen jetzt schön ein Foto zusammen. Ich halte auch meine Unterhosen hoch. Ihr zeigt es all euren Freunden, ihr schickt es aber nicht an die Bild. So, darauf haben sie sich eingelassen. Und so ist der Öffentlichkeit und der Welt dieses Bild mit meinen Unterhosen erspart geblieben. Also ich rede dann mit Menschen. Mhm. Aber du vertraust auch den Menschen. Hätte ja sein können, dass sie dann, lass die mal reden, wir gehen trotzdem zur Bildzeit. Ja, wenn man im Leben nicht vertraut. Und das ist genau der Punkt. Uns hat die Fernsehkommission der Europäischen Union nicht getraut. Man hat uns für ein Jahr unsere berühmte zimmerfreie Schattenwand gesperrt. Man hat gesagt, zu viel Schattenwand, das ist nicht gut. Das Jahr ist nun rum. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden in unserer berühmten Schattenwandspiele spielen. Wir werden nämlich hier in diesem original gewaltfrei getöpferten australischen Aborigines-Gefäß, werden wir Titel von Fernsehsendungen, berühmten Serien etc. vorfinden, die wir hinter unserer Schattenwand pantomimisch darstellen. Wir nehmen den Zettel, halten hinter die Schattenwand in eine Kamera, ja, und die anderen beiden müssen raten, um was es sich handelt. Meine Damen und Herren, nach einem schmerzlichen, schlimmen, bösen Pausenjahr ist sie hier endlich wieder, unsere großartige zimmerfreie Schattenwand! Es geht los. Christine, ich weiß nicht, ob du auch so viel Spaß hast an den Tänzerinnen wie ich. Hier ist dein... Sag mal, versuchst du wieder zu mogeln, weil du versuchst, die Buchstaben zu erkennen. Was für Buchstaben? Auf den Zettel. Nein, ich kann gar nicht lesen. So, und wir raten wir stehen jetzt, hier so rum und raten... Wo was stehen wir? Wo stehen hier, so, das ist eine ideale Schattenwandposition. Ja, okay. Also Christine hat jetzt gesehen, was für eine, das Publikum sieht es auch, was für eine Fernsehserie das ist. Und sie stellt jetzt diese Fernsehserie... Pantomimisch da. Irgendwie. Herzklopfen. Mein Herz und eine Krone. Herz ab, Herz drauf. Einer hat Herzblatt gesagt, du? Hab ich, hast du. Du hast es gesagt. Ja. So, jetzt bist du dran. Dalli. Daumen hoch. Tarzan. Das ist Spind. Nee, das ist ja Dolly. Da. Turn mit Adalbert Dickhut. Was war's? Einer wird gewinnen. Mein Gott. Die wichtigste Sendung meines Lebens. Ich hab's nicht gelöst. Einer. Wird gewinnen. Bravo, fantastisch. So, ich bin dran. Und bitteschön. Ich nehme mal unseren Kollegen Ender. Bleibst du stehen, Ender? Kamera ab. Kamera läuft. Vorsicht, Kamera! Ist versteckte Kamera. Ja. Ja! Wie heißt das auf Deutsch jetzt neuerdings? Verstehen Sie Spaß. Ja, richtig. Ja. Sehr gut. Verbotene Liebe, Kuss. Küss mich für Geld. Geld oder Liebe? Ja. Ja. Beschissener redaktioneller Fehler, wenn ich das mal sagen darf. Vorsicht, Kamera! Wie heißt die Sendung sonst? Wie heißt die heute? Verstehen Sie Spaß? Ja, sag mal, geht's noch? Zweimal drin. Zweimal drin. Das ist doch nicht passiert. Das macht man. Oh Mann.
Ja, das ist schön. Das ist herrlich. Götz, das ist deine Welt. Pass auf. Bugs Bunny? Hallo, was ist das? Ein Hase. Nein, ist es nicht. Ein Hase ist das. Was? Der Salbe. Was? Nochmal. Was ist das? Ein Teufel. Was ist das? Ein Betrunkener. Was ist das? Eine Krawatte. Ein Selbstmord. Ein Elefant. Die Maus und Elefant. So, im blauen Bock zum Apple. Auch das ist meine Welt, meine Damen und Herren. Aha. Der goldene Schuss. Jawohl. Happe Kerkeling sagt, er kann immer noch am besten entspannen in der Sauna. Ja. Das hast du schon vor 9 Jahren in unserem Fragebogen gesagt. Und jetzt nochmal? Ja, das ist. Aber jetzt machen wir dir endlich eine Sauna. Ja, herrlich. Ah, weil es auch erwiesen ist, dass in der Sauna, wenn die Temperatur über 90 Grad steigt, verblödet man quasi. Das ist erwiesen. Man kann auch gar nicht denken. Und insofern ist das entspannend. Kannst du mir, also ich mag es nicht, ich mag es nicht. Was magst du nicht? Unter Menschen zu schwitzen. Ich mag hinterher nicht. Ich lieg ja auch nicht unter den Leuten, die sonst in der Sauna sind. Aber wenn du in so einer großen, kann doch sein, dass einer gerade da, wo du bist, was anderes hängen hat. Bitte was? Also Beine zum Beispiel. Ja, nun gut, man setzt sich natürlich auch im Zweifelsfall so, dass man da, also, dass man freie Sicht, also, dass man nichts, weder hinten noch vorne. Okay. Ich saß schon mal mit Kerner in der Sauna. Woran und mit Heiner Bremer. Hm? Woran hast du ihn erkannt? Also Kerner, woran ja, ich ihn, der ja, hat die ganze Zeit gequatscht. Also wusste ich, dass es Kerner war. Ja. Du hast gesagt, du glaubst ganz sicher, dass es einen Lebensplan gibt. Was macht dich da so sicher? Was mich sicher macht, dass es einen Lebensplan gibt. Dass es für jeden gibt. Menschen, also dass es auch für dein Leben einen Plan gibt. Also, es macht mich persönlich sicher, es ist sehr schwer, von meiner eigenen Einschätzung auf alle zu schließen. Aber ich glaube, dass es für mein Leben einen Plan gibt. Und wenn es das für mein Leben gibt, dann gibt es das aus meinem Denken heraus wahrscheinlich für jeden Menschen. Und da ich das Gefühl habe, dass mein Leben nach einem Plan, den ich nicht aufgestellt habe, funktioniert, glaube ich, dass das wahrscheinlich vielleicht für alle so ist. Deine Mutter ist gestorben, als du 8 Jahre alt warst. Welchen Sinn hat das für deinen Lebensplan gemacht? Das ist eine Antwort, die zu geben ist sehr schwer. Welchen Sinn hat das für meinen Lebensplan gemacht? Zunächst einmal hat es mich stärker an Gott gebunden. Das hat es ganz sicher. Und zum anderen habe ich im Gegensatz zu meinen damaligen Freunden und Klassenkameraden in einem Alter lernen müssen, erwachsen zu werden von heute auf morgen. Und insofern hat das wahrscheinlich Sinn gemacht für meinen Lebensplan. So schrecklich es auch war und so schrecklich es auch in der Erinnerung immer noch ist, es hat trotzdem Sinn gemacht. Du hast gesagt später, du hättest dich entscheiden können, mitzusterben oder unverbesserlicher Optimist zu werden. Weißt du noch, warum du dich für den unverbesserlichen Optimisten entschieden hast? Also warum du an dem Leid nicht zugrunde gegangen bist, aber warum es dich nicht klein gehalten hat? Ich glaube, dass jedes Kind so eine Art Selbstschutz hat oder einen Mechanismus, der es davor schützt, im Unglück zu ertrinken. Und ich glaube, dass es dieser Mechanismus war, der mich gerettet hat und mich zu einem
unverbesserlich ist vielleicht übertrieben, aber doch zu einem Optimisten hat werden lassen, ja. Vor 10 Jahren bist du den Jakobsweg gegangen. Was glaubst du, warum stand der auf deinem Lebensplan? Da bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, warum der auf meinem Lebensplan stand. Also zunächst stand er wahrscheinlich auf meinem Lebensplan, damit mir Dinge in meinem Leben klar werden. Aber vielleicht stand er auch auf meinem Lebensplan, um andere Menschen darauf zu bringen und ihnen davon zu berichten. Das halte ich für durchaus möglich. Die Essenz ist, dass man immer dem Herzen folgen kann. Habe ich das richtig begriffen? Ja, wenn also ich das. Von vielen? Das ist eine von vielen Essenzen, aber ich glaube, dass man schon seinem Herzen immer vertrauen sollte und auch kann. Kannst du es hören, wenn dir dein Herz was sagt, eine innere Stimme? Hören? Nee, hören tue ich da nichts. Aber ich glaube, fühlen kann man das, ja. Kannst du mir, also ich fühle es auch, ich fühle es vielleicht genauso wie du, aber kann man es versuchen zu erklären? Wie kann man das erklären? Also das ist so leise und so vorsichtig, dass es wirklich schwer zu beschreiben ist. Gut. Danke dir. Danke auch. Jetzt wird es wirklich warm hier. Ja, ne? Während ihr da oben philosophiert habt, habe ich hinter der Bühne noch ein paar Fachgespräche mit den Samba-Tänzerinnen geführt. Aber unsere Freunde haben schöne Sachen für uns aufgebaut. Habe in jungen Jahren hast du mit deinem alten Freund und langjährigen Klavierpartner Achim Hagemann? Das wollte ich, dass ich sagen Joachim wollte. Reinhard Hagemann. Ja, den kennt jeder, aber was ich sagen will, weiß nicht jeder. Ihr habt Hörspiele gemacht. Oh, ihr ja. habt spaßige Fantasiehörspiele gemacht mit komischen Geräuschen, alle Stimmen, selber alles. Und so wird das wollen wir jetzt auch machen. Wir haben jetzt hier 3 Tische voll mit unglaublichen Geräuscherzeugern. Ganz tolle Sachen. Man kann die tollsten Geräusche damit machen. Alles Mögliche. Wir wissen aber nicht, was für eine Geschichte kommt. Denn diese Geschichte wird uns jetzt vorgetragen. Verfasst haben sie unsere Autoren. Aber vorgetragen hat die von uns akustisch zu illustrierende Geschichte, sie wird vorgetragen von Thomas Herrmann. Alles. Also das ist ja eine nette Überraschung. Hallo Thomas. Thomas. Altes Leder. Schön, dass du da bist. Okay, ist hier ein Moment? Ja, da würde ich mal sagen, an die Tische. Die Geschichte heißt Der Weg des Heiligen Hain. Harpe schlendert, Gedanken verloren, auf dem Weg des Heiligen Hain, kurz hinter Harlinger Siel. Seine Schritte knirschen im Kies. Und er stolpert. Der Wind pfeift und Harpe hört das leise Rauschen des Meeres. Er hält inne und lauscht dem bezaubernden Gesang der Vögel. Die heute mehr quietschen als singen. Plötzlich fällt ein Schuss. Der Leben. Es fällt ein Schuss, warte mal. Es fällt ein Schuss. Ein ziemlich dumpfer Schuss. Das war der Schuss. Der leblose Körper eines Fasans stürzt vom Himmel. Perfekt. Und knallt mit einem unappetitlichen Geräusch vor Harpes Füßen auf. Ja. Es war ein sehr großer Fasan. Da stürzen Christine und Götz keuchend aus dem Gebüsch. Moment, keuchen aus dem Gebüsch. Keuchen aus dem Gebüsch. Ein eleganter Schimmel kommt wiehernd und schnaubend des Weges. Darauf ein eiliger Bote, der fröhlich die Zimmerfreimelodie pfeift. Während er so wieder am Horizont verschwindet, saufen unsere 3 um die Wette. Nach einer Weile erleichtert sich Götz im Gebüsch. Tja. Ziemlich
ausführlich, bevor er selig schnarchend einschläft. Plötzlich schreckt er auf. Kann ich das nochmal haben? Plötzlich schreckt er auf. Ein merkwürdig schmatzendes Geräusch. Vielleicht ein Ungeheuer? Mit einem Schrei springt Götz auf. Die Nerven zum Zerreißen gespannt. Ah, hier, da ist es. Doch es sind Christine und Hape, die sich knutschend in den Armen liegen. Komm her, Schätze. Das ist jetzt überraschend hier vom Text. Wütend! Wütend stürzt Götz sich auf Hape. Wütend stürzt Götz sich auf Hape und schlägt wie von Sinnen auf ihn ein. Moment, ich wütend stürze mir. Nimm das, Bestie! Während am Horizont dumpf grollender Donner ein Unwetter ankündigt. Plötzlich sacken Götz und Hape zeitgleich zusammen. Ihre leblosen Körper klatschen auf den Boden. Ach du Hape! Leise klagend beweint Christine ihr Schicksal allein im dunklen Wald. Wunderbar. Habt ihr gut gemacht. Sehr schön. Ich habe alles gehört. Thomas, an dieser Gelegenheit, es gibt keine beste Gelegenheit. Auf jeden Fall, ihr habt etwas zusammen gemacht, Hape und du. Und das Musical Kein Pardon läuft jetzt seit einer Woche ungefähr. Richtig, erfolgreich in Düsseldorf. Genau. Wollte ich nur jedem empfehlen. Und es war schön, dass du deinen alten Freunden und deinem alten Freund ein wenig Gesellschaft geleistet hast. Thomas Hermanns, meine Damen und Herren. Ach, herrlich. Kein Pardon heißt das Musical. Da hast du schon mal einen Film gemacht? Ja. 1993? Ja. War es schwer, jemanden zu finden im Theater, der so ähnlich ist wie Hape? Also jemand, der dir richtig gut gefallen hat, als er die Hauptrolle spielt? Also zunächst wollten wir, dass das jemand spielt, der weder eine Ähnlichkeit hat, noch in irgendeiner Art und Weise ähnlich agieren würde. Aber tatsächlich ist es so, dass wir jemanden gefunden haben, jemand ganz hervorragenden, den Enrico, der das jetzt spielt, der mir sowohl optisch ähnlich ist, als auch wirklich, glaube ich, das Ganze toll auf die Bühne bringt. Und er hat im Gegensatz zu mir eine wirklich gute Stimme. Gut. Sabine Heinrich war jetzt bei Achim Hagemann, deinem langen Freund, der die Musik dazu gemacht hat. Und der hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Achim Hagemann, seit 35 Jahren sitzt Hape Kerkeling an deiner Seite. Heute bin ich's. Ja, ich habe auch gedacht, 35 Jahre, es ist ein Zeitpunkt, vielleicht auch mal einen Schlussstrich zu setzen. Hape ist raus. Und dich zu fragen, was machst du die nächsten 35 Jahre? Ein Musical inszenieren. Komm, wir reden über Hape. Sind ja die Rollen fürs Musical gecastet worden. Wie sieht's aus, Hagemann? Habe ich auch noch eine Chance? Ich würde sagen, bei der Körperdehnung ab in die erste Reihe direkt. Zuschauer. So. Hör mal, neulich wart ihr auch noch das Talent, du und Hape. Ja. 1993, glaube ich. Das war 93, also vor 4, 5 Jahren erst. Wie professionell seid ihr damals an den Film gegangen? Also nicht so wirklich. Wir sind sehr spontan an den Film gegangen und haben einfach mal auf dem Kassettenrekorder, auf so Diktiergeräte immer das Drehbuch gequasselt. Und das haben wir einfach mal 3 Wochen lang gemacht und am Ende... Die Arbeitsweise zwischen Achim Hagemann und Hape Kerkeling, wie ist das gelaufen? Wir setzen uns morgens um 9 Uhr straight an den Tisch oder wie funktioniert das heute? Ja, das funktioniert heute etwas anders als damals. Damals waren wir disziplinierter, da haben wir um 9 Uhr angefangen. Heute fangen wir um 8 Uhr abends an und trinken erstmal Wein. Wie habt ihr euch kennengelernt? War es lieber auf den ersten Blick? Die Überschrift ziemlich gut, ja, muss ich sagen. Vor 35 Jahren auf dem Schulhof von der Liebfrauengrundschule in Recklinghausen Ost stand ich alleine am Zaun. In der ersten großen Pause kam neu in die Klasse, kam der Hape auf mich zu und sagte, na? Ich auch gesagt, na.
Und so ist das bis heute eigentlich dann. Nur mit mehr Text. Ab und zu mehr Text. Achim, du hast aufgehört zu rauchen, aber Harpe... Nicht. Nee. Der perzt wie so ein Bekloppter. Und wie soll das funktionieren? So, und jetzt ist Schluss mit der Raucherei. Wer perzen will, raus auf den Balkon. Und den stelle ich noch zu mit irgendeinem Zeug, das ist richtig unangenehm. Militanter Nichtraucher. So ist es. Das klappt da sowieso nicht. Ja, wir werden mal sehen. Wir werden sehen. Ist das ein Ballflachhalter? Privat? Zum Glück ja. Ein ganz ruhiger, entspannter Mensch. Sonst wäre das auch schwer zu ertragen. Wird der nervös, wenn er mal eine Zeit lang nichts zu tun hat? Ja, ist, glaube ich, schon ein Aktivitätsmensch. Also nach 2, 3 Wochen Urlaub, glaube ich, muss es irgendwann wieder losgehen. Und dann geht er 6 Wochen wandern? Mhm. Ja, so auch eine Aktivität. Ne? Das ist ja anders als meditieren. Irgendwo sitzen auf der Matte und die ganze Zeit so. Der ist ja richtig dann auch gewandert, zwischendurch mal gemogelt, halt mit dem Taxi gefahren. Ne? Ja, aber er hat ja gesagt, der flunkert ja auch mal, ne? Absolut. Oh. Beim Gewicht auch und so? Beim Gewicht natürlich als allererstes. Ist der eitel, knabbert es dann doch ein bisschen an ihm? Ich glaube, der würde schon eher aussehen gerne wie Markus Schenkenberg, wenn er könnte. Das hat Sabine Heine für uns rausgefunden. Wie sie unterhalten haben mit Achim Hagemann, einem der ältesten Partner und Freunde von Harpe Kerkeling. Aber wir könnten eine rauchen. Ich würde eine mit rauchen. Ja, dann rauchen wir jetzt auch eine. Das ist zwar tabu, aber du weißt ja sowieso jeder. Okay. Ich rauche die ohne Filter. Rauchst du immer? Bist du Gelegenheitsraucherin? Wenn ich so ein bisschen einen im Tee habe. Ich kann auch nicht inhalieren. Hast du denn jetzt schon einen im Tee? So, ja, geht so. Nein, aber sie wünschte sich, sie hätte einen im Tee. Nee, ganz gut jetzt. Ich habe dich noch nie mit so einem Ding in der Hand gesehen. Ja, guck mal, wir kennen uns 15 Jahre. Die guten Zeiten. Und du warst immer nüchtern. Stimmt. Ja, viel Spaß heute. Weißt du, hast du mal geraucht? Ich habe mit etwa 11 Jahren einmal an einer Zigarette gezogen und das hat mich so wenig überzeugt, dass ich dann... Ja, so ist bei mir auch. Ich kann ja nicht inhalieren. Schlecht für alle anderen. Ich wusste gar nicht, dass das gibt damals. Und dann kam mein Opa mit dem Raucherbein und dann habe ich mir gedacht, auch auf einem Bein durch die Gegend laufen sieht auch doof aus. So, Christine, dann reicht's auch schon wieder. Echt? Lass mich doch von sowas nicht fertig machen. Es schmeckt uns nicht. Und rein damit. Nein, nein, es schmeckt uns gar nicht. Auch ohne Zigaretten sind wir entspannt. Hast du eine Vorbildfunktion? Bitte? Willst du jetzt Vorbild sein? Also willst du jetzt für die vielen Kinder, die um die Zeit noch vor der Glotze sitzen, Vorbild sein? Ich glaube, die Kinder, die jetzt noch vor der Glotze sitzen, die brauchen andere Vorbilder. Hör mal, bei dem Achim, wieso hast du dir ausgerechnet den ausgesucht? Auf dem Schulhof, wieso? Wieso ich mir den Achim ausgesucht habe auf dem Schulhof? Der Achim kam neu in die Klasse. Ich muss dazu sagen, ich war in der Klasse eher der Mädchenschwarm in der 2. Klasse. Also waren meine besten Freunde Mädchen. Und ich glaube, die Klassenlehrerin fand, ich sollte auch mal einen Kumpel haben. Und nun kam also der Achim in die Klasse und dann sagte sie, guck mal, der Junge steht da so alleine, der ist ganz neu. Hans-Peter, geh du doch mal hin. Und dann war es in etwa so, wie Achim das beschrieben hat. Und seit diesem Tag, 1973 war das, sind wir tatsächlich unzertrennlich. Das ist doch super, dass eine Freundschaft so lange hält. Das ist es ja. Ja. Hast du eine Erklärung dafür? Also, dass unsere Freundschaft so lange hält, ob ich eine Erklärung dafür habe. Ach Gott, ja, die Höhen und Tiefen des Lebens haben wir gemeinsam erlebt und durchlitten. Und ich glaube, das bindet einander. War das früher schon klar, dass er jetzt zum Beispiel auch so ein guter Musiker ist, Multiinstrumentalist und so weiter? Also, dass diese Partnerschaft schon sehr früh eine klare Rollenverteilung auch hatte, wenn ihr gemeinsam Späße ersonnen habt? Also so eine klare Rollenverteilung gab es gar nicht. Also das war schon eine sehr gleichberechtigte. Wem ist denn Hurz eingefallen? Ihm oder dir oder euch beiden? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Es kann sein, dass es Achim eingefallen ist. Es kann sein, dass es mir eingefallen ist. Oder uns beiden zusammen. Unter Musikern kolportierte Legende, dass es einen Herrn Hurz gab? Das stimmt. Und der wohnte genau in dem Haus, wo Achim sein Studio hatte. Das ist uns aber erst aufgefallen, als Hurz schon fertig war. Da sagte er, guck mal, wer hier wohnt. Also muss uns das tatsächlich unbewusst... Und euer berühmtestes gemeinsames Oeuvre dürfte sein, das ganze Leben ist ein Quiz. Ja. Und Harpe hat sich bereit erklärt, diesen Klassiker der deutschen Musikliteratur für uns zu interpretieren. Harpe Kerkeling, meine Damen und Herren! Na,
Das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten. Das ganze Leben ist ein Quiz, ja und wir raten, raten, raten. Es ist 8 Uhr, wir sitzen da, die Stimmung ist famos. Denn gleich geht in der Glotze das Raten wieder los. Wir holen uns 2 Lexikons und noch ein schlaues Buch. Unser Oma weiß zwar ziemlich viel, doch die weiß nicht genug. Oma, wieso heißt der Storch eigentlich? Wie heißt der in der Fabelwelt? Reineke Fuchs heißt der, ja und warum? Tja, weil das ganze Leben ist ein Quiz. Sie können auch gerne mitklatschen, Kandidaten. Was? Das ganze Leben ist ein Quiz. Ja und wir raten, raten, raten. Das ganze Leben ist ein Quiz. Und wir sind nur die Kandidaten. Das ganze Leben ist ein Quiz. Ja und wir raten, raten, raten. Gleich beginnt die Probe, so wie wir gern sehen. Es immer hoch, das deutsche Fernsehen. Olli! Weiter? Ja, ja, ja. War das so ein langes Lied? Ja. Möchtest du nicht mehr? Ich trinke mal eben Schlucken. Ja, natürlich. Es lebe hoch das deutsche Fernsehen. Olé! Gleich beginnt die Tagesschau, das Quiz ist längst vorbei. Doch morgen geht sie wieder los, die Mörderraterei. Wir sind ein Volk von Kandidaten, das ist sonnenklar. Wir wollen in Föhn und Geschauben, wenn's klappt, eine Heimsauna. Ja, und jetzt wissen Sie, was Sie gewonnen haben? Eine Mörderdusche, aber auch Gott und warum? Tja, weil das ganze Leben ist ein Quiz. Und wir sind nur die Kandidaten. Das ganze Leben ist ein Quiz. Ja, und wir raten, raten, raten. Das ganze Leben ist ein Quiz. Und wir sind nur die Kandidaten. Das ganze Leben ist ein Quiz. Ja, und wir raten, raten. Es lebe hoch das deutsche Fernsehen. Olé. Oh. Da hat die Bude aber gebrannt jetzt. Ja, Sonderlöschchen. Auf Kerkeling, meine Damen und Herren. Große. Polonaise. Einmalig. Oh. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommt etwas, das wirklich sehr, sehr gefürchtet ist. Vor allen Dingen im heutigen Fall bei den Moderatoren dieser Sendung, nämlich das Zimmer frei. Sie wissen alle, wie es funktioniert. Und das Besondere bei unserer Zweiteinladung ist, dass der Gast uns das Bilderrätsel präsentiert. Habe, was hast du uns für eine Folter mitgebracht? Also das Zimmerfrei-Bilderrätsel funktioniert ja, glaube ich, folgendermaßen. Das erstmal kommt das Bilderrätsel rein, ja. Ihr guckt euch ein paar Sekunden an, dann kommt der Gong, wer raten will, der macht die Haut zu Hause, die Augen, genau, die Ohren, alles so zu. Und wenn der Gong vorbei ist, kann man die Augen wieder öffnen. Also jetzt genau. Kommt erstmal das Bilderrätsel rein. Nicht ein sagen, Lama. Ihr wartet erstmal. Nein, nein. Kacken so, jetzt nicht raten, nicht raten. Kann die Kamera so das mal einfangen? Das Lama hat sich direkt erleichtert. So, jetzt kommen, jetzt hört mal zu, was. Pass mal auf, ich will nicht mal ganz genau was verraten. Das ist ja absolut, da haben wir das nie gesehen. Pass auf, also Allrad, ja, das ist absolut ökoverträglich. Das grüne Umweltpaket, das ist richtig geil. Ich pass weiß auf, ja nicht, bevor du was sagst, ja das da drüben, ich borg dich das. Das sag ich dir. Nicht, das da? Das da, ich borg ja, dich das. Komm. Schöne Augen, Mensch. Ja, das hat schöne Augen, ja, das sag ich dir, ne? Und ich sagte, das hat eine Polsterung, ein Fell. Ich borg dich das einfach so. Ja, aber wie ist denn da das mit dem Versicherungsschutz? Ich meine, wenn das kaputt geht oder. Ja, hier, das will ich auch. Das ist eine astreine Ökobilanz. Ja, das ist ein tierisch geiler Versicherungsschutz. Oder? Ja, es stimmt. Es stimmt. Es war großartig. Fantastisch. Es war großartig. Hast du das selber rausgefunden? Unglaublich. Dalai Lama, das gibt's ja gar nicht. Mit Florian Sagerschmidt, Markus Kirschbaum, einem echten Lama. Ich werde verrückt, meine Damen und Herren. Was die Redaktion sich ausdenkt, unglaublich. Und habe, dass du uns ein echtes. Wir hatten schon so manchen Stinker hier im Studio, aber das ist alles für dich der zimmerfreie Fanschau. Ach Mensch, danke. Dalai Lama. Ja. Dalai Lama. Aber es konnte eigentlich nur bei Lama Dalai Lama sein, oder? Ich hatte noch verschiedene andere Sachen. Ich wollte euch ja eigentlich auflaufen lassen und weiterraten lassen und als Lösungswort nur den 14. Dalai Lama gelten lassen.
Happe, wir machen gleich ein ganz schönes Spiel. Nee, das haben wir schon gemacht, das mit der Schattenwand. Ja. Das haben wir schon gemacht, da wollte ich dich eigentlich fragen, was deine Lieblingsshows waren, aber da mussten wir aufs Zimmer hoch und da oben wollte ich über das Leben mit dir reden. Was meine Lieblingsshows im Fernsehen waren? Du hast als kleiner Junge mit deinen Großeltern geguckt. So wie ich meins, wie es singt und lacht geguckt habe und... Das habe ich auch gern gesehen, aber meine absoluten Lieblingsshows waren wahrscheinlich Am laufenden Band mit Rudi Carrell und Musik ist Trumpf mit Peter Frankenfeld. Die habe ich wirklich geliebt, die Sendung. Warum war dir klar, sowas will ich auch machen? Ich habe keine Ahnung. Aber es war mir klar, ich wollte das auch machen. Ich wollte irgendwann eine Showtreppe runterkommen und sagen, guten Abend in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein und in Deutschland. Liechtenstein habe ich, glaube ich, noch nie gesagt, die anderen Länder schon. Das war mir irgendwie, war mir das ein Bedürfnis, das zu tun. Was hat die Oma dazu gesagt? Die hat sehr laut gelacht darüber. Hat die eigentlich deine Erfolge noch mitgekriegt? Oh ja, unsere Oma hat das noch mitgekriegt und fand das auch ganz toll, weil sie sagte, weißt du was, Hans-Peter, ich muss beim Arzt nicht mehr so lange warten. Das war ein echter Vorteil. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auch gefreut. Habt ihr da so richtige Abende gemacht, wie wir auch so mit Käseigel oder Schnittchen und Kakao? Oder ja, bei uns gab es Panas, das wird dir was sagen. Panas, ja. Das ist so, so eine Art... So, es wird in der Pfanne Es sieht nicht gut aus, schmeckt aber lecker. So eine Art Ragout, oder? Kann man das nee, das ist so wie so Blutwurst, Zimmer. So ausgelassene ja, genau. Blutwurst. Aber man merkt schon, sehr interessant, du bist 7 Jahre jünger als ich, du hast völlig andere Sendungen geguckt als ich. Was hast du denn geguckt? Einer wird gewinnen, war das Wichtigste in meinem Leben. Und zwar in der Originalausgabe halt damals noch mit Willy Berking, wahlweise auch Alfred Hauser als Kapellmeister. Und das waren so die wichtigen Shows damals. Und dann Orion war zum Beispiel ganz entscheidend. Und mit Peter Frankenfeld dann noch eher Vergissmeinnicht, also das, was er vor Musik ist Trumpf im ZDF gemacht hat. Das waren so die, das waren mehr so die 60er. In den 70ern, später hatte ich auch eine Freundin, so da brauchte ich kein Fernsehen mehr. Du hast gesagt, dass du mit 50 aufhören willst, Fernsehen zu machen. Hast du ganz lange gesagt. Und jetzt ist es so, dass du sagst, auch mal gucken. Ich fühle mich ja eigentlich noch gar nicht. Ich fühle mich jetzt wie 35, ich habe noch richtig Zeit. Mich hat das sehr fasziniert, weil du gleichzeitig gesagt hast, ich habe einen Plan, was ich mit 50 machen will, aber ich verrate es nicht. Hat sich das geändert? Ich meine, den Plan wirst du jetzt eh nicht verraten. Aber also das ist jetzt gar nichts Spektakuläres, aber das wird dann mehr mein Privatleben betreffen. Und insofern... Ich peile das schon an, dass dann in etwa so in dem Zeitraum dann auch meine Karriere vor der Kamera beendet ist. Dann ist ja gut, dass das große Grand Prix-Schlagerstarspiel jetzt gemacht wird, wenn ich in 10 Jahren damit komme. Wie schön. Meine Damen und Herren, wenn Sie mal genauer hinschauen, sehen Sie hier ein Mikrofon mit einem kleinen Podest davor. Wenn man hier steht, kann man eine Tafel sehen, eine Staffage, darauf stehen, Pappen. Auf diesen Pappen sind Schlagertexte. Wir werden uns jetzt hinter der Bühne verkleiden lassen in 0, nichts mit entscheidenden Requisiten. Und dann rennen wir in einer bestimmten Folge hier vor, singen, was wir sehen, sobald wir ausgesungen haben, wieder zurück. Ja, mit dem Musikstopp. Gut. War nächste Kostüm, nächster Interpret. Wir lassen uns live begleiten, meine Damen und Herren, von einem wahrlich erlesenen Ensemble vom Zimmerfrei-Kurorchester. Also, mit nach hinten, ja. Bravissimo. Und gleich geht es los. Es fängt an, Christine Westermann, meine Damen und Herren. Theater, Theater, der Vorhang geht auf. Dann wird die Bühne zur Welt. Theater, Theater, das ist wie ein Rausch. Und nur der Augenblick zählt. Ja. Merci, merci, merci für die Stunden, Cherie. Chérie, chérie, unsere Liebe war schön, so schön. Merci, chérie, sei nicht traurig, muss ich auch von dir gehen. Thank you.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi ti pingevo le mani nella faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Oh, cantare. Oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Oh Gott, ich fürchte nicht. Gott, was ist das? Ein bisschen Friede, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf die wir wohnen. Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ding a dong every hour when you pick a flower, even when your lover is gone, gone, gone. Ding a dong, listen to it, maybe it's a big hit, even when your lover is gone, gone, gone. Sing ding ding dong, ha tiddly diddly diddly day 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 day, ha tiddly diddly diddly day 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 day. Je suis une poupée de cire, une poupée de sang. Mon cœur gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de sang. Suis-je merveilleux, je suis à pire qu'un poupée salant. Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de sang. Waterloo, I was defeated on the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Gildo hat euch lieb, und wenn's auch mal Tränen gibt, kommt er rüber und singt für euch Lieder. Gildo hat euch lieb, Gildo hat euch lieb, und wenn's auch mal Tränen gibt, komm ich rüber und sing für euch Lieder. Gildo! An euch lieb, Jawolski!
Sekunde. Jetzt aber. Und. Herrlich. 3, 4. Jing, Jing, Jing ist klar. Hey, Alter, ho, Leute, hey, Alter, immer weiter. Jing, Jing, Jing ist klar. Auf, Güter, rauf, Güter, rauf, Güter, immer wieder. Lass uns Wodka holen. Ho, 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 denn wir sind Mongolen. Ultimative Lopelei für Harpe. Und, das macht, und die macht Alexandra Kamp. Oh, wie schön. Lieber Hans-Peter, du erkennst ihn, den Ort, an dem unser gemeinsamer Wahnsinn begann. Hier hinten in der Küche stand ich und habe ganz gemütlich meine Königsberger Klopse verarbeitet, als das Telefon blinkte und eine SMS zu lesen war, dass du mir nämlich die weibliche Hauptrolle in Ich kandidiere angeboten hast. Und das, obwohl wir uns persönlich vorher nie begegnet waren. Du hast einfach das Telefon in die Hand genommen, hast sie gesagt, was soll ich jetzt, irgendwelche Castingagenturen bemühen? Ich rufe die Frau Kamp selbst an und tags darauf habe ich dich dann kennenlernen dürfen als eben diesen modernen, offen, herzlichen Menschen und die Arbeit mit dir war ein Traum. Ich verstehe, warum alle Menschen dich lieben und nicht nur hier in Deutschland, sondern auch in Amerika oder in Spanien. Du hast gerade den spanischen Verdienstorden verliehen bekommen. Du bleibst freundlich, auch wenn dir der gefühlteste, drollfhundertste Mensch mitten auf der Straße auf die Schulter haut und sagt, Harpe, ich kenne dich aus dem Fernsehen. Du bist großartig, du kannst vieles, aber eins kannst du nicht, kochen. Aber es macht nichts, weil du bist der beste Gast, den man sich vorstellen kann. Du bist einzigartig in deinem Salat umdrehen, in deinem Steak wenden, in deinem Holz aufs Grill werfen. Du bist jederzeit immer wieder herzlich willkommen. Ich hab dich so lieb. Ja, meine Damen und Herren, ein Gast wie Harpe Kerkeling, der zum zweiten Mal bei uns ist. Braucht man speziell dafür ein Lupudelei von Alexandra Kamp, natürlich nicht mit grünen oder roten Karten zu beurteilen. Er hat sich natürlich längst hier bei uns einen festen Wohnungsplatz gesichert. Aber ich denke, wir ehren gemeinsam unseren Gast Hans-Peter Kerkeling mit goldenen Karten, meine Damen und Herren. Da ist er. Vielen Dank, Christine, du warst toll. Ich war mit mir auch zufrieden. Danke an alle Mitwirkenden, unser wunderbares Publikum. Und an den Star des Abends, H.P. Kerkeling. Runter mit den Karten applaudieren. Aber das kann doch nicht so schwer sein, Leute. Ja, Leute, Ding zu fassen. Ich habe den Timmy gesehen. Sehr schön. Orchester. Oh, meine Damen.